Hallo, einen wunderschönen guten Morgen sagen wir. Wir machen uns gerade bereit für unseren ersten Shopping-Trip. Mochi und ich. Du hast ja gehört, wir brauchen nochmal eine Schleppleine und vor allem dem Brustgeschirr muss angepasst werden, dass es auch wirklich gut sitzt. Und die würde ich gerne austauschen, weil die ein bisschen zu schwer ist. Und es ist halt keine Schleppleine, sondern Führleine, sowieso zu kurz. Deswegen reicht das alles gerade nicht so ganz aus. Und wir werden jetzt heute zum ersten Mal ausprobieren, dass er alleine hinten sitzt. Denn wenn ich mit ihm zur Hundeschule fahre, übrigens morgen schon, ich habe jetzt gerade die Termine bekommen, morgen geht es schon los mit der Hundeschule, dann werde ich ja auch alleine im Auto sitzen und er muss dann hinten alleine sitzen. Und da habe ich das jetzt schon mal ein bisschen präpariert. Also eine Hundedecke habe ich ihm da jetzt hingelegt. Der kann dann gleich einmal sitzen und ja, mal gucken. Bei der Hundezüchterin hat er das ja auch gemacht. Da saß er hinten und sie meinte, er konnte super gut Auto fahren, also gab gar keine Probleme. Deswegen ist das vielleicht sogar besser für ihn. Ich gehe dir auf die Rückbank, ja? Komm her. Komm. Mochi, komm. Ach, Mochi. Aber Puppelach machen wir jetzt nicht an. Na? Heute schon zum zweiten Mal Kacki gemacht. Sag mal, wie krass. Guckt aber viel raus, ne? Wie man sich freuen kann, wenn man ins Gebüsch macht. Ich freue mich, dass du mitkommst. Ich wusste, du hast eigentlich ganz viel zu tun. Ach ja. Aber ich habe ihn drum gebeten. Und er kann mir keinen Wunsch abschlagen. Wo gehen wir jetzt? Alles gut? Ja, sehr entspannt gerade noch. Also, klappt super, wenn wir ab jetzt immer so machen. Viel entspannter als im Bus. Ich glaube, im Bus ist hinten einfach zu viel Platz noch und er weiß nicht so recht, ob er noch runterspringen kann oder so. Und das ist richtig gut. Wir sind jetzt auch gleich da und dann kriegt Mochi neue Sache. So, bei dem Hund. Ja, ich bin so aufgeschrieben. Ich hole den Wagen, ja? Ja. Ist da noch jemand aufgeregt? Du bist nicht alleine, ich bin da. Justus holt jetzt einen Wagen, weil die anderen Bernese Mountain Dog Welpenbesitzer, habe ich schon gesehen, die waren mit ihren Welpen schon im Gartencenter und die hatten den Hund einfach in den Wagen gesetzt, weil so viel können sie ja noch nicht laufen und wollen auch nicht. Deswegen mache ich das jetzt auch. Was hast du denn da hingeschoben? Willst du ihn wirklich da reinsetzen jetzt? Ja, ich setze ihn da rein. Das haben die anderen auch so gemacht. Ich gucke mir ja meine Sachen da ab. Ich gehe mit meinem Hund spazieren, heißt, er geht in den Einkaufswagen. Wir versuchen es aber erstmal ohne den Wagen, ja? Warum? Und dann setzen wir ihn direkt da rein. Ja. Wo kommt denn der Einkauf hin? Ich glaube, er ist müde. Er hat auf das Gitter. Warte mal, dann nehme ich ihn mit Decke. Ich habe da so einen Trick. Okay. Warte. Du verwöhnst ihn aber jetzt, ne? Die anderen hatten keine Decke da. Oh. Oh ja. Hast du ihn? Lass ihn nicht fallen. Kleiner Wackeldackel. Was soll das? Ja, kannst du. Er wird sich nicht bewegen. Ich glaube, er wird sich kein Stück bewegen. Ja, für ihn ist es wahrscheinlich ein bisschen spooky, hier geschoben zu werden. Okay, los geht's. Wir gehen dann jetzt mal mit Hunde einkaufen. Geht schon gut. Nennt sie? Geht schon gut. Geht mit Hund einkaufen. So, wie sieht das aus? Oder ich habe einen Hund gekauft. Das könnte man auch so denken. Ne? Nehmen wir nur einen oder nehmen wir gleich zwei? Ach, Leckerlis brauchen wir auch. Aber wir machen erstmal Geschirr. Und dann wird an die Mutter rumgemacht. Ja. Dann hat er schon mal hinter sich. So. Hallo. Hallo. So ein Geschirr. Okay. Ja, so verschiedene, ne? Da blinkt was. Ein neues Halsband wollte ich auch vielleicht.
Welche Größe nehmen wir? Wahrscheinlich schon XXL. Guck mal, hier so ein feines braunes. Du bist eine Frau? Nein, ich will sowas Buntes, so blau. Sowas ist doch schön. Blau? Vielleicht passt der sogar. Oder hier so ein. Guck mal, das ist ein. Das Blau? Ja. Das ist immer ein bisschen kleiner. Was sind denn die Größen? Nein, die sind dahinter. 6, 7. Genau. 7 okay. Und das sind, was hast du da? 21. Den legt mal an und dann gucken wir mal, was passiert. Wo kommt denn dieser Kopf rein? Ich glaube, der ist schon zu klein. Das sieht schon so klein aus für ihn. Da passt auch sein Kopf nicht durch. Na, ist der junge Mann angekommen? Hallo, Schätzi. Wir brauchen Geschirr, Halsband, Schleppleine. Nein. Genau, das wollen wir alles mitnehmen, wenn wir ihn haben. Das ist ja noch ganz erschreckt, mein Schatz. Ja, ist sein erster Ausflug jetzt. Ach so. Erst gestern Abend haben wir den erst abgeholt. Jetzt muss er alles kennenlernen. Na klar. Aber später läufst du, ne? Dann bist du zu groß für den Wagen. Wahrscheinlich, ja. Wir probieren das einfach mal an, oder? Aber ich glaube, das ist zu klein. Oh, okay. Soll ich das Halsband abmachen, oder? Nee, das geht für das Halsband. Komm mal her, mein Schatz. Ah, super. Klasse machst du das. Du bist noch gar nicht so überzeugt davon, ne? Die andere Seite. Genau. Ja, schon das die maximale Größe, ne? Ja, zu klein ist es noch nicht. Ist es nicht. Das ist sogar noch zu groß. Weil wir kriegen es hier hinten. Ach, wir kriegen es gar nicht enger. Nee, genau. Ah, okay. Nee, das ist zu groß, meine Nase. Wie heißt du denn? Mochi. Mochi. Hallo, Mochi, mein Schatz. Oh, der ist so plüschig, wie meine auch als klein war. Er sieht aber nicht so begeistert aus. Ja. Nee, genau. Er hätte gern eins in Rot, glaube ich. Nein. Oder Orange. Aber ist denn die Marke gut? Weil es gibt ja verschiedene Modelle. Also ich empfehle tatsächlich entweder die oder von Wolters finde ich die hier auch immer ganz toll. Okay. Weil man die auch in alle Richtungen verstellen kann. Die kann man vorne verstellen, am Hals, am Bauch und eben auch in der Länge, dass das nicht zu dicht unter die Achseln kommt. Das heißt, den kann man besser verstellen als? Oder? Nee, den kann man genauso verstellen. Okay. Ja. Nur der hier hat natürlich ein bisschen mehr Auflage oben. Ne? Sieht ein bisschen nach mehr aus. Ach so. Aber das muss man selber entscheiden. Also auf jeden Fall ist das zu groß, Mochi. Okay. Und dann muss es wieder ab. Zweiter Versuch, ein bisschen kleiner. Ich weiß nicht, wie eng muss man das denn machen? Auf der anderen Seite kannst du das, glaube ich, auch nochmal machen. Grundsätzlich ist, man soll eine Hand dazwischen kriegen. Ach so. Ja. Das ist schon zu eng, ne? Ja, ein bisschen zu eng. Oh Gott. So völlig entspannt. So? Das ist gut. Ja. Sieht schick aus mit dem Blau, finde ich. Ja, jetzt wo du es sagst. Wollen wir nochmal Orange anprobieren? Gut, also finde ich gut. Sind die von der Passform denn anders? Sonst würden wir das auch nochmal probieren. Das können wir gerne ausprobieren. Aber sind das denn schon? Ja, also so von der Größe her sitzt es schon super. Und da unten muss man jetzt nichts verstellen, ne? Nein, das können Sie verstellen, wenn er ein bisschen größer wird, wenn das zu eng hier wird. Ne? Also ist zu sehr an den Achseln. Ja, okay. Das ist wie, ich sag mal, wie bei einer Frau, ein schlecht sitzender BH. Ja. Das tut ja auch weh. Mhm. Also das ist doch schon ganz gut. Wollen wir trotzdem noch mal probieren, Justus? Ja, ich würde es einfach... Welche Größe bräuchte er hier? Ist unten dann einfach da mehr Polster? Oder also wenn es dasselbe ist, quasi in grün, dann... Also im Vergleich ist mehr Polster. Das hier ist ja die Unterseite. Einmal... Ach so. Genau. Ach, da... Ja, hier ist noch mal gepolstert ordentlich. Ne? Hier ist nur... So ein bisschen unterm Gurtband. Und dafür ist das Gurtband hier breiter. Das Scheuern tut es ja gut, das ist kleiner jetzt, ne? Ach so, jetzt man muss natürlich... Das ist jetzt unten. Das ist jetzt hier... Nee, das ist oben. Genau. Das ist vorne unten an der Brust. Das Kopf? Ja. Oh, den finde ich sogar besser. Besser gepolstert, ne? Ja. Ja, guck mal, wer ist denn hier? Ja, wer ist denn hier? Anna! Anna, hast du Mochi schon gesehen? Hier, anwesend. Na, magst du Hunde? Nicht so gern. Guck mal, noch eine junge Katze, ne? Ich bin Was ist damit? Dafür, dass er ein Welpe ist, ist er wirklich schon ziemlich groß. Was machst du das? Du machst das so super. Wollen wir denn das schwarz oder das schwarz?
Nee, das mit dem Beige ein bisschen, das finde ich ganz gut. Das ist ja alles eine Marke. Ja, das ist alles Wolters. Sehen wir ja dann. Ich begebe einfach mal. Alles gut. Ich bin ganz schlau. Ich habe die Erfahrung ja damit. Der Kopf ist immer da, wo der kleine. Die kleinere Rundung ist. Ich glaube, das machen wir aber schon mal ein bisschen größer. Ja. Wir wollen dir ja nicht die Ohren abziehen, ne Mochi? Die sollen ja dranbleiben. Kann noch wachsen. Mhm. Und das finde ich sehr wichtig. So, wir haben es jetzt. Justus will immer schnell fertig sein. Ich bin nicht schnell fertig. Ja, aber sie sieht gut aus. Die haben jetzt ein paar ausprobiert, finde ich. Wir haben zwei verschiedene. Okay, schick. Dann nehmen wir den. Ja, dann nehmen wir den. Dann noch passende Leine dazu. Und Ohrringe. Das sind die hier, das ja. Das ne? mit den Ohrringen wird schwierig. Das genau, das da oben ist genau das, die Leine. Das ist ja krass. Eine passende Leine zu dem. Die steht nochmal ML drauf. ML. Sind alle gleich? Das ist auch die ML. Stärke. Ach, XL gibt es auch noch. Genau. Nee, brauchen wir nicht. Also ML. Ich sehe es ein bisschen zu viel, ist gut. Ich mache es ja eigentlich so ein bisschen. Ja, es soll ja jetzt ein bisschen leichter sein. Ja, genau. Und gibt es die nochmal als Schleppleine? Genau, die gibt es nicht. Schleppleine ist tatsächlich nur das, Vorsicht, Bocci, das bewegt sich. Ach, diese Abwaschwaren. Ja. Genau. Ja. Weil wenn die einmal dreckig sind, halten sie sie unter Wasserhahn und dann ist es wieder sauber. Okay. Hm. Das ist echt toll. Er möchte eine Schleppleine ohne Schlaufe, hat er mir gerade gesagt. Aber 5 Meter ist schon gut, oder? Oder brauche ich nochmal auch noch 10 Meter? Außerdem ist er kein Windhund, also ganz so schnell ist er nicht weg. Ja. Komm, welche Farbe nehmen wir, Justus? Ja, dann nimm noch ein Grün. Also okay, Grün finde ich schick. Nimm mal so ein dunkles Grün. Dieses Rasengrün, was nicht so schnell dreckig aussieht. Das ist ja langweilig, Justus. Nein, es geht nicht ums Langweilig, sondern ein bisschen. Wenn das einmal durch den Kakao gezogen ist, dann sieht es auch nicht mehr so aus. Verstehst du? Dann sieht es einfach nur grün dreckig aus. Ja. Ja, dann musst du schon eine schwarze nehmen. Nee. Wenn du, ja, so, das hier. Gut. Jo. Bist du zufrieden? Ja. Aber ist ein bisschen schwerer, oder? Als jetzt sowas da. Hm. Ja, aber das schafft er. Ja. Das ist ein kräftiges Kerlchen. Okay, na gut. Ja. Er ist ja ein Glauben Baby. Sie mir. Oh, er ist so süß, ja, und klein. Aber ein großes Baby. Ja. In dem Alter, wenn sie da manche andere Hunde sind, das ist eine Handvoll. Ja. Wir haben ja gar kein Halsband gekauft. Das letzte Mal, ne? Ja, wir haben gar nichts gekauft. Ja, wir haben überhaupt gar nichts zu Hause. Ach so, diese so gepolsterte Dinger, oder? Ja, finde ich toll. Und vor allen Dingen haben die etwas mehr Sicherheit, weil die den doppelten Karabiner haben. Wir machen es hier zu. Ne? Mhm. Ach so, okay. Und die Leine wird an beiden Enden eingehakt. Okay, okay, okay. Mhm. Das heißt, bei anderen kann das vielleicht mal brechen, aber dadurch, dass sie hier beide eingehakt haben, riecht das auch nicht. Warum darfst du denn schon wieder aussuchen, Justus? Dieses Mal darf ich aussuchen. Oder so ein. Ah ja. Ja, das ist halt nicht so super dick wie der andere. Ach, die sind ja auch heftig hier. Ja, er ist ja jetzt sowieso am Geschirr. Ja. Welche Größe nehmen wir da? Probieren wir auch gerne aus. 5? Ja, das kann man aber noch kleiner machen. Ja, okay. Du kannst hier nicht aushüpfen, Schatz. Das geht nicht. Wir bleiben hier. Ja, wir bleiben hier. Ja. Aber so, ich habe jetzt so ans Tauschgeschäft gedacht. Ja, ja, genau. Na? So. Hier haben wir schon. Ah, das ist eine gute Idee. Hasenohr hat ein bisschen was Fell. Zu tun. Guck mal. Oh, das. Au, du hast mich getackert. Das mag er wohl sehr gern. Das war aber sehr schnell weg. Da war er jedenfalls auch. Mochi. Super. Oh, das was wir mitnehmen. Das lecker. Obwohl er das weginhaliert. Ja, die sind nicht sehr hart, aber so fürs Tauschgeschäft finde ich die gut. Nee, das ist Ente. Ich nehme einen mit. Eine Ente. Komm. Oh, nochmal. Okay. Ach nee, da müssen wir eine extra Tüte drauf. Tüten haben wir da noch hängen. Ja, die sind jetzt mal sogar unsere Katze und fressen wir hier. Selbstbedienung. Nein. Ja. Nee. Nee, hast keinen, ne? Komm. Hast keinen. Justus, komm schnell weg. Oh je. Wagen füllt sich. Ach, eine Decke brauche ich auch noch. Ansonsten Leberwursttube habe ich jetzt auch. Die brauche ich auf jeden Fall fürs Training. Dann steht bei mir noch Zahnbürste, Haarbürste, Nagelschere. Nächstes Mal kommen wir ohne Hund. Gehst du jetzt?
Nee, das ist so süß. Mitnehmen. Ja, natürlich. Dafür sind wir hier, mal mit zu gucken, ne? Was er denn mag. Ach, hier gibt's Schweineohr. Würde ich auch gerne mal ausprobieren. Ich glaube, ein Schweineohr nehme ich auch noch mit. So, Leckerlis kann man nicht genug haben, weil damit funktioniert auch das Training. Diese Bio-Öko-Leckerlis, die fand er nicht so toll. Damit funktioniert daher auch kein Training. Er mag lieber was Leckeres. Die fand er richtig lecker, aber zu lecker, dass er da ständig sich auch nicht mehr konzentrieren konnte, sondern nur noch so ständig essen, essen, essen. Und so. Auch richtig wild wurde das dann auch nicht gut. Gucken, was ist das denn hier? Hühnchenbrust. Praktisch. Ich probiere es aus. Ich probiere es aus. Ich liebe es, shoppen zu gehen für Kinder, Katzen, Hunde. Auch noch so eine Geflügelcreme. Obwohl die Tube fand ich ganz gut. Und eine Lachscreme hier, dass sie nicht aus Metall ist, das finde ich ganz gut. Gucke ich nochmal, ob ich die nochmal da hinten kriege. Ja, hatte sie die. Nehme ich auch noch eine gefüllte Creme mit. Eine Cranberry. Hier gibt es Leinöl. Muss ich ihm ja auch immer dazu geben, das Leinöl. Was gibt es hier noch? Beruhigungspaste. Superfood. Cool. Wir müssen mal gucken, wo Justus geblieben ist. Da muss ich mal aufpassen, sonst kauft er alles weg. Justus? Ach, da ist er. Da bist du. Bist du schön brav. Nein, was wolltest du für eine Decke haben? Ach, du wolltest die Decke haben. Wichtige Zahnbürste. So eine Dreikopf, womit sie die Kauffläche und die Seiten gleichzeitig. Mhm. Ansonsten so ein Fingerling. Diese Fingerbürsten. Ich glaube, die gehen einfacher, oder? Für den Anfang mit Sicherheit. Ja, ich probiere sie mal aus. Und eine Nagelschere. Eine Krallenschere braucht man unter normalen Umständen nicht. Wenn der Hund viel auf Asphalt läuft, nutzen die sich selber ab. Okay. Papier schon. Super. So, ist plötzlich ganz schön voll geworden. Ich habe mich schon befragt von dem Pieper. Wollen Sie das mitnehmen oder kann ich das? Auch ein bisschen mehr geworden. Von uns die Decke und alles gut. Shopping erfolgreich, Justus. Hol jetzt noch die ganzen Sachen, ab ins Auto und ja, dann haben wir alles. Wir haben schon wieder einen Großeinkauf gemacht. Ich weiß nicht. Ich wollte auf jeden Fall nochmal verschiedene leckere Sachen für ihn ausprobieren. Kauhölzer habe ich jetzt auch nochmal mitgenommen. Also so Sachen zum Kauen einfach. Und dann möchte ich jetzt, glaube ich, auch noch. Genug Abenteuer für heute. Aber heute steht noch Impfen an. Das müssen wir auch noch machen. Das gehört leider auch mit dazu. Müssen wir heute auch zum ersten Mal noch zum Tierarzt. Du hast dir den halben Laden leer gekauft. Ja, Entschuldigung. Danke, dass du bezahlt hast, mein Schatz. Ich liebe dich, Justus. Justus, ich liebe dich. Mich? Ja, dich. Ich dachte, du redest mit dem Hund. Ich habe mit ihm mehr Zeit verbracht als mit dir, ne? Ja. Die Nächte jetzt sowieso nur noch. 3 Wochen, ich stehe mich drauf ein. Meinst du 3 Wochen? 3 Wochen, bis der Sturm rein ist, ja. Hat Papi gerade gesagt, ne? Mal gucken, ob wir das so hinkriegen. Aber in der Nacht lief, ging ja nichts daneben. Also habe ich Justus nicht gezeigt, ne? Aber einmal im Laden hat er leider ein Pfützchen hinterlegt. Er hat noch ein Pfützchen hinterlegt im Laden. Hat er sich verewigt. Doch, ich bin mit ihm raus, aber dann wollte er sofort wieder rein. Ja, aber du darfst da nicht rein. Wie aufregend, dieses Welpensachen und so sind so mega aufregend. Aber ich freue mich, weißt du, es ist auch total schön mit so einem kleinen Welpen. Schau ihn dir an. Klein.
Ja, ich liebe ihn. Und ich liebe das neue Leben, das wir zusammen haben. Wir werden uns alle noch irgendwie einspielen, das gehört einfach dazu. Er muss uns kennenlernen, wir müssen ihn noch kennenlernen, einschätzen lernen. Wir kriegen das schon hin. Wir haben bisher noch immer alles hinbekommen. Als Familie. So. Danke, Justus. Voll gerne. Für heute verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.